fahren, der Sattel. Schon besser. Nice. Boah, ist der schnell. Wenn ich bremse, rutscht er. Was ist denn das für ein Teil? Hallo, ich will doch nur bremsen. Er bremst ja. Was hat er dann gemacht? Verstehe ich nicht. Die Kamera kommt sogar ein bisschen mit. Wird man schwindig. Das ist ja unkontrollierbar. Sobald es irgendwann eine Geschwindigkeit macht, ist es eigentlich in der Luft. Unkontrollierbar. Ich habe die E-Taste nicht bestätigen können, also das Aufsetzen. Dann habe ich einfach mal die F-Taste gedrückt und der hat sich aufgesetzt. So irgendwie ein Leck oder was das war. Ja, man kann schießen. Aber viel Power hast du ja nicht. Du kommst ja wie eine Ente hier oben an. Schade, dass keine Waffen rumliegen. Die müssen wir wahrscheinlich alle kaufen. Und da habe ich noch gerne gesehen. Blödes Frips. Blödes Frips. Also wirklich blöd. Ist das nicht eine Chance hier? Ich probiere mal die Chance aus. Ja, ist unkontrollierbar. Sobald man im Dreck landet. Schade. Ah ja. Wir haben die Brücke geschliffen. So. Die sind ein Bestes für das Gelände. So geht's doch besser. Schön. So. Mickey Mouse. Wo war da nochmals die Liste? Die Liste nicht mehr. Ich kam nicht vorwärts mehr. Ich hatte eigentlich maximal FPS, also irgendwas stimmt. Entweder manchmal ist es Fraps und manchmal ist es der Server oder so, dass es so komisch leckt. Keine Ahnung. Sind wir schnell unterwegs. Da muss ich noch ein bisschen einstellen. Hallo, geht's nicht schneller? Notfall. 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 Da. Was nehmen wir? Motorrad? Ja, ja. Für den Anfang reicht das. Ja, ist ja aber noch langsam. Oh, der Ton. Hatte keinen Auspuff. Das ist schrecklich. B.
nichts. Gut. Oh, cool. Die Sonne leuchtet. Dieses Motor kann nicht mal bremsen. Nicht mal bremsen. Ich will was Anständiges. Ich will was Anständiges. Ja, was gibt's hier Gutes? So, es ist anständig. Wir sind James Bond. Bond. James Bond. Es ist sehr schwer, /TP Airport einzugeben. Sehr schwer. Sieht es. Es ist fast unmöglich für einen Türken. Nein, Scherz. Du bist unkontrollierbar, wenn du abseits der Straße bist. Unkontrollierbar. Du bist unkontrollierbar. Nein. Solltest. Yeah. Oh, Baby. Sehr realistisch. Also wirklich sehr realistisch. Zuerst passiert gar nichts und dann plötzlich macht es Bumm und es ist weg. Wir sind hier beim Casino. Bus fahren! Bus zerstören! Die Reise ist zu Ende. So. Wir müssen irgendwo anders hin. Gibt es hier keine Straße in die Berge? Es gibt doch irgendwie eine Map. Wie geht die Map auf? Hallo? Ich denke, die wurde rausgenommen. Weil das war so ein... ja, das war, glaube ich, 4 oder so. So ein Helikopter, der uns abholte und dann hat man eine Map gehabt. Aber irgendwie ist die gar nicht hier. Ja, auch ein bisschen böse. Das gegenüber anderen Zuschauern, also Mitspielen. Damals ist wahrscheinlich rausgenommen. Kann ich verstehen. Und ich kann es nicht verstehen, wieso ich nicht weiterkomme.
nicht so weit. So, hat's hier irgendwas? Wir sind eh irgendwo am Arsch der Welt. Keine Straßen, nix. Gehen wir einfach mal auf den Berg hier. Was war denn das? Schlimm. Oh Gott. Das ist ja unmöglich. Wir müssen seitwärts hier hoch. Und der erste Schnee. Wir haben den Schnee erreicht. Hui. Auf der Map ist einfach mal gar keine Straße. Nix. Feldlager. Dort ist auch etwas, das nicht so richtig sichtbar ist. Dort drüben ist was. Gut, das wollte ich. Uhu. Hoffentlich gibt es da wieder einen Panzer. Oder was ähnlich Cooles. Hier ist eine Serpentinenstraße. Die führt hier irgendwo zu einem Tempel. Aha. Hallo. Hallo, halli, hallo. Habt ihr was Schönes hier? In der Militärbasis? Nein, Truck möchte ich nicht. Hallo. Ich nehme mal das Auto hier. Den Hummer. Ja, schöne Bremse hast du. Nicht los, schade. Ah, komm schon. Also das Schwierigste an diesem Spiel ist die Steuerung, ganz klar. Die Steuerung ist am schwersten. So, ich denke, ich werde mal zuerst schauen, wie gut das Let's Play ankommt. Und wenn es gut ankommt, mache ich es jeden Tag. Wenn es schlecht ankommt, mache ich es jeden Samstagabend. Okay? Also könnt ihr richtig gut. Und wenn ihr mal mehr aufnehmen wollt, kann ich auch außerplanmäßig aufnehmen. Schreibt einfach einen Kommentar, wenn ihr mal mit mir zocken wollt. Und ja. Und ich habe natürlich auch andere Let's Plays, da dürft ihr auch gerne mitmachen. Ich bin da sehr frei. Und werden wir mal schauen. Und außerdem habe ich eine große Ankündigung. Ich mache es jetzt mal zuerst hier in diesem Part von Just Cause. Ich werde ein Mega-Projekt zu Minecraft machen und da seid ihr alle herzlich eingeladen. Und dürft dann auf den Server kommen und dort dann mit mir zock. Weshalb ist dieses Kack-Auto explodiert? Wieso? Ich verstehe nur Bahnhof.
Ja, Just Cause ist halt leider nicht so gut wie GTA 5. Das sieht man ganz klar. Aber es macht schon riesen Spaß und mir geht es ja um den Spaß und nicht die, wie gut das Spiel eigentlich ist. Und wegen so kleinen Problemchen drücke ich mal 100 Augen zu. Und ja. Es ist gut, dass jetzt die Spiele nicht mehr hier sind. Die sind eigentlich immer um den Flughafen, weil wahrscheinlich der Flughafen auch sehr viel Spaß macht. Dann müsste ich in einer anderen Zeit eigentlich aufnehmen, damit ich ungestört am Flughafen etwas machen kann. Ja, kann ja manchmal auch an unterschiedlichen Zeiten aufnehmen. Je nach Sachen, die wir machen. So. Genau. Das sind alles die gleichen Autos hier. Aha, verstehe. Ein Drogenlabor, ein getarntes Drogenlabor. Sehe ich jetzt auf den ersten Blick. Nein, das ist Reis, oder? Das sieht so flüssig aus. Yeah! Also das war mal cool. Das war mal cool. Hammer. Bei GTA 5 würde das bei diesem Tempo wahrscheinlich abstürzen. Und Fraps läuft endlich mal flüssig. So, wir gehen ein bisschen weiter nach oben. Und rasen mal richtig schnell da nach oben. Wahrscheinlich die Klippe runter, weil wir nicht bremsen können, richtig. Ja, toll. Zu wenig Kraft. Mensch, Meier. Gibt's hier irgendwas Besseres? Ein Quad. Hallo? Yeah, so jetzt macht Spaß. Genau. Bevor ich ein Mofa oder irgendwelche andere kleinen Motorfahrzeuge in der Hand hatte, hatte ich mal einen Quad in der Hand. Es war so cool, ich hatte riesen Spaß. Da kannte ich das gar noch nicht und die Federung und die Wendigkeit, alles hat mich so extrem gefreut. Jetzt fühle ich mich sehr wohl in einem Quad, auch wenn es in einem Spiel ist, aber es ist richtig ein, ja. Ich war eigentlich nie der motorisierte Fahrer, ich war immer mit dem Fahrrad unterwegs. Ich hatte mehr Spaß als die auf dem Mofa. Auf dem Fahrrad hatte ein BMX Motorrad und da war ich extrem schnell unterwegs und richtig genial. Schade, dass es in diesem Game kein Fahrrad gibt. Aber ja, in San Andreas gibt es zum Beispiel, aber das ist nicht GTA 5. Oder gibt es im GTA 5? Doch, es gibt. Es gibt ja. Lol, es gibt ja. Cool. Ich hoffe, es kommt im März raus. Unbedingt. Ich brauche es für PC. Hoffentlich kommt es im März raus. Rockstar immer. Es rentiert einfach nicht, es auf dem PC rauszubringen. Es wird nicht viel einnehmen und so. Nö, gar nicht. Es ist klar, dass es auf Konsolen mehr verkauft wird. Es ist dort einfach besser spielbar. Also für Anfänger vor allem und so. Auf dem PC sind halt nur Profis eigentlich unterwegs, die halt dann modden und ja, halt Grafikmods installieren, alles mögliche. Das ist dann ganz klar.
das GTA einfach auf dem PC schlecht verkauft wird, ist, dass man auf dem PC einfach kein GTA richtig modden kann. Also man kann nirgends GTA 5 anständig modden. Klar. Ich meine einfach, würde GTA 5 auch so gut modbar sein, wie zum Beispiel Skyrim oder so, dann würde es viel mehr Verkäufe geben auf dem PC. Und viel mehr als auf den Konsolen. Da geht's wieder runter, ich will aber irgendwo... Kann man da nicht die Klippe runter irgendwie? Ich will auf diese Seite. Sehr schnell. Ja, sehr schnell. Oh, ich schlafe ein. Ich kann ja hier hoch, cool. Ich kann hier hoch. Ja, 30 Stundenkilometer. Steige ich jetzt aus, gehe zu Fuß. Und spawn mir jetzt mal einen Helikopter. Nein, Ding hier kann man eigentlich relativ gut starten. Also. Ein Flugzeug, meine ich. So, ein schneller, das ist, glaube ich, der schnelle, ja. Ja, kann man richtig gut starten. So, wir wollen auf die Berge, irgendwo ein Skiresort oder so. Oh, eine schöne Brücke. Dagegen ist diese grässlich. Wir müssen aber ein bisschen mehr nach links. Hey, kann man hier nicht anständig... ...drehen? Hallo? Da unten ist was. Aber wir stößen sonst ab. Da ist was. Alles so Militärsachen. Gibt's hier keine Skigebiete. Hier ist eine Siedlung. Okay. Und die ist auch eher militärisch. Hä? Hey, ist wieder Silvestern. Gehen wir mal hier hin. Also das ist eher auch wieder templisch. Gab doch so schöne Sachen. Das ist eine Pipeline. Das ist meine Geschwindigkeit. Anständig. Da ist wieder die Brücke. Wir müssen mal hier hin. Da links waren wir. Wenn wir hier sind, ist das irgendwie eine... Das ist auch eine Militärbasis. Was ist denn los? Was ist denn das?
Hallo? Oh, toll. Hier wäre im Singleplayer dann das Haus. Also hier ist auf dieser Seite das nächste Mal auf das andere Gebirge zu stehen. Zum Fliegen. Kann man hier eigentlich Loopings fliegen? Yeah. Geil. Richtig geil. Wahrscheinlich ist es hier auf dieser Seite. Nein, nicht nach Militär. Sturzflug. Schade, ich muss wahrscheinlich mal in Singleplayer gucken, wo die Skigebiete sind. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, wie sie aussahen, aber sie waren recht cool. Da unten ist eine Siedlung. Sind da nicht irgendwie Bahnen, also so Sessellifte? Ich verstehe es nicht. Wurde ihn hier rausgenommen. Naja, was wollen wir jetzt machen? Da runter. Was ist denn das? Eine chinesische Siedlung. Ich kann nicht landen. Naja, klar. Tschüss. Wir werden jetzt Shaolin-Mönch. Ja, Mensch. Oh Mann. Habt ihr Seife hingetan? Oh, coole Sorte. Sakura und Titus. Merke ich mir. Ja, sieht schon ein bisschen nach Shaolin aus. Ja, hier kämpfen sie. Ja, ich denke, hier trainieren sie und da oben kämpfen sie. Ja, und die richtigen Wummen haben sie auch da. Recht nice hier. Paradiesisch. Da unten stehen überall Boote, cool. Da kommt sicher wieder einer angreifen. Ich werde mich hier ein bisschen
Is. Wenn du kommst, ich sag dir, ich werde dich doppelt abschießen. Ich werde dich doppelt töten. Ist er weggegangen? Wie hieß der? Es war nicht Porno-Klaus, oder? Oder PK-200. Schade, er ist weg. Wahrscheinlich ist er abgehauen. Suche gutes Team. Was gutes Team? Für was? Deathmatch. Bisschen komisch. Die Game ist kaputt. Es geht ab. Wenn ich schon etwas kaputt mache, dann bitte alles. Last. Naja. Sind creepy Musik. Wahrscheinlich eben, weil es irgendwie eine feindliche Basis ist oder so. So eine getarnte Basis. Ihr neben mir im Helipedo-Face. Ja, Peter bist du, ja. Okay, wir fahren mal ein bisschen durch die Gegend noch. Dann ist eigentlich genug für heute. Es macht richtig viel Spaß, dieses Spiel. Hat leider extreme Steuerungsmackel. Ich bräuchte mal ein Gamepad wieder. Oder irgendwie, weiß auch nicht. Vielleicht ein bisschen üben im Singleplayer. Sonst sei ich relativ gut mit dem Spiel. Lange Laufwege sind klar. Aber ja, man muss eigentlich nur das richtige Auto haben. Wie heißt das Auto? Sie wieder, nein. Okay, kann ich mir merken. Hier ist der Flughafen. Cool. Ups. Wollte nicht mitnehmen. Ich stelle sie wieder hin. Nicht. Nur ein Helikopterflughafen. Oh, man kann nicht steuern richtig hier. Okay, hier hat es einen Flieger. Ist das nicht ein bisschen schwer hier? Ja, okay. Wie das aussieht von rückwärts. Als KMH, wie chinesische Zeichen. Auf den ersten Blick. Ah ja, okay. Dann beende ich für heute. Ihr dürft das nächste Mal gerne mitmachen. Und wenn ihr Fragen habt oder sonst irgendwelche, könnt ihr gerne die Kommentare nutzen. Und vergesst nicht das Bewerten natürlich. Ihr müsst keine Likes geben oder so, Dislikes. Aber es wäre schön für mich und für die anderen. Und ja. Okay. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön und tschüss.